Jo Leute, was geht ab? Am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ihr seht schon am Titel, heute gibt es mal ein richtig besonderes Video. Und dann haben wir eine neue Folge von Wenn ich du wäre, zusammen mit Schmucki. Was geht ab? Hallo! Alle wieder richtig am Start. Und Leute, heute mal als kleine Besonderheit, beziehungsweise als kleines Special, zocken wir das Ganze nicht in Fortnite, sondern in World of Tanks. Ihr seht hier oben schon irgendwo eingeblendet, dieses Video ist eine Kooperation mit World of Tanks, die mich gefragt haben, hast du nicht mal Bock, das Game zu zeigen? Und da dachte ich mir, da können wir auch direkt eine Wenn ich du wäre, voll raushasseln, Digga. Deswegen heute schon mal die Ansage, Schmocki. Ja. Du wirst zerstört, mein Lieber. Aber da will ich jetzt nicht mehr. Aber am Ende bist du wieder am Bein. Letztes Mal war schon krass. Letztes Mal hatten wir schon heftige Sachen am Start. Aber dieses Mal hat es nochmal alles getoppt, Digga. Aber ich will jetzt nicht pushen, ne? Wir warten jetzt einfach mal ab. Wer von euch World of Tanks aber noch nicht kennt, Leute, man zieht quasi gemeinsam mit seinem Team in so eine kleine Schlacht. Man hat verschiedene Panzer. Also ihr habt echt eine Auswahl von 1 Million Panzer. Und das Ziel ist halt einfach, diese Schlacht zu gewinnen und mit eurem Team quasi den Sieg zu holen, Leute. Ob wir das heute hinkriegen, währenddessen wir uns challengen, weiß ich jetzt noch nicht. Aber wir probieren es. Klar. Ja, easy, Digga, natürlich. Und falls ihr da draußen das Game noch irgendwie von früher kanntet, dies, das, Leute, glaubt mir, ladet es euch mal runter. Es gibt ja auch einen Link in der Beschreibung, wo ihr noch Sachen umsonst bekommt. Erkläre ich gleich aber nochmal. Denn 2018 kamen richtig fette Updates raus, Leute. Es gibt neue Karten, es gibt eine viel krassere Grafik, es gibt neue Musik und. Also das Game ist wirklich viel cooler gestaltet. Und was ich gerade schon ganz kurz erwähnt habe, wenn ihr euch das Game jetzt holt, wie gesagt, Link hier direkt in der Beschreibung, dann bekommt ihr noch einen richtig fetten Bonus obendrauf. Und zwar, wenn ihr den Einladungscode TANKTASTIC eingibt, Leute, ich blende ihn euch jetzt mal hier ein. Genau das müsst ihr da eingeben. Bekommt ihr obendrauf noch einen T127 Panzer. Ihr kriegt 500 Gold und 7 Tage Premium. Den T127 Panzer, den hat nicht mal Schmocki. Deswegen, Digga. Digga, ich brauch nur meinen T1 Cunningham. Ja, warte mal. Okay. Glaube Leute, der T127 Panzer ist nochmal 1000 nochmal krasser. Aber ja, Leute, ich werde mir gleich auf jeden Fall den einen oder anderen geilen Panzer gönnen. Und Schmocki auch. Und ich würde sagen, Leute, wir labern nicht so lange drum herum. Wir gehen jetzt direkt in die Runde. Und ich würde sagen, let's go. Ich würde mal sagen, bevor wir jetzt hier in die Schlacht ziehen und hier dick rasieren. Schmocki, wenn ich du wäre, würde ich einfach mal so einen richtigen Anfangspanzer nehmen. Einfach so ein Level 1. Oh, nee, Digga. Aber ja, wenn ich du wärst, würde ich auch einen richtigen Low-Panzer nehmen. Das Ding ist, Leute, ich habe von World of Tanks einen Account bekommen, wo einfach alles frei ist. Also ich könnte jeden kranken Panzer holen. Muss ich jetzt wirklich einen nehmen? Ja. Auch T1 oder was? Mit der wenigsten Feuerkraft. Ich glaube, T1 ist schon... Oh, der hat 15, Digga, der japanische. Aber ich will keinen japanischen Panzer, Digga. Doch, du nimmst jetzt einen japanischen, Digga. Warte, oh, der hat 11. Hau auch rein. Geht's. Ey, nein! Digga, was ist das für ein Panzer? Du kratzt ihn so ein bisschen. Komm ey, hin. Oh mein Gott. Ich wusste nicht mal, dass Schweden eigene Panzer hat. Egal, ich mach bereit, Leute. Dann geht's wahrscheinlich noch nicht. Junge, wir werden verlieren. Ich würde sagen, ich hau direkt den nächsten raus. Schmocki, wenn ich du wäre, würde ich bei jedem Mal, wo dein Panzer einen Schuss abgibt, stöhnen. Oder nee, jedes Mal, wenn du getroffen wirst, musst du stöhnen. Eben. Mach einmal gerade vor. Ah. Das ist schon besser, Digga. Das gefällt mir. So, guck mal, vergleich mal meinen Panzer mit allen anderen. Der sieht ja mal so crap aus. Das ist traurig, das ist traurig. Lukas, weil du mich in der letzten Folge so unfassbar ausgenommen hast. Ey, warte mal, warte mal, warte mal. Du hast mich arm gemacht. Ey, warte mal ganz kurz. Ja? Guck mal bei unseren Mitspielern, wie einer heißt. Ein Crimex GG. Oh mein Gott, ich sehe es. What the fuck? Hä? Ist das ein Crimex? Nein. Digga. Lol, Digga. What the fuck? Nee, das ist ein Gegner. Oh mein Gott, Digga. Das ist halt einfach ein Crimex mit seinem... Ist dein Lieblingsspiel geheim? Nein, ey. Ich sag's dir, Digga. Als ob der das ist. Egal. Aber ich bin ja dran, Lukas, ne? Und ich würde sagen, warte mal, wo bist du? Wo bist du? Ich schieß jetzt. Ich stehe und schieß. Ah, da. So, warte, Schmocki, wenn du abgeschossen bist, musst du erstöhnen, ne? Ja. Ah. Okay, hab jetzt ohne Teamschaden, Digga. Ohne komm mal her. Wir stehen jetzt hier erstmal hinter dem Berg. Okay, ja, warte, ich komm. Junge, guck dir mal meinen Panzer an, der ist ja aber so scheiße. Was bist du denn, Digga? Ja, was. Junge! Nimm erstmal einen Schuss, weil du hässlich bist. Schmarrn, okay. Also, du Bruder. Kleiner, ja. So. Letzte Folge hast du mich wirklich arm gemacht, ja? Die Zuschauer denken, ja, das Geld habe ich ja wiederbekommen, aber nein, ich musste ihm wirklich verdammt viel Essen bestellen. Ich hab's sogar den neuen Skin kaufen auf seinen Nacken. Ja, ja, ja. Ja, so, jetzt. Ich will die Rache. Nee. Ich muss heute zum Friseur. Nee! Ja? Und ich möchte gern, wenn ich du wäre. Würde ich erstmal 15 Euro mir schicken für den Friseur. 15 Euro? 15 Euro. Wie sollt ihr das schicken mit einer Brieftaube? Ja, PayPal, oder was? Alter. PayPal. Ich schick dir mal meinen PayPal-Account. So. Ey. Der wird jetzt mal schnell reingepostet. Was willst du denn? Zack, zack. Okay, komm, zack. Let's go. Wir müssen mal jetzt Gas geben gleich. Dann schick mir. Ich bin tot! Lava! Ja! Okay, ich bin nochmal weg, Schmocki. Genau, rein. So, warte. Ich geh auch mal hier ganz kurz. Und Leute, jetzt snipen wir mal, denn mit einem Maus scrollen können wir schon mal gucken.
Aber ihr seht ganz kurz, wer das Game auch jetzt noch nicht kennt vom Gameplay, also wir haben jetzt ja schon ein paar Runden gezockt. Ihr seht in dem Kreis, das ist quasi unser Ziel, was wir anvisieren. Ihr seht da noch so einen ganz kleinen roten Kreis, Leute. Und wenn der rot ist, dann wisst ihr, okay, wenn ihr da hinschießt, bringt das gar nichts. Wenn der grün ist, ist das so optimal und wenn es gelb ist, könntet ihr eventuell treffen. Aber steht auch noch nicht fest. Deswegen, wir gucken mal, ob wir irgendwen auch snipen können, aber... Nee, da fahren wir erstmal weiter. So, hast du mir deinen Playboy geschickt? Ja. Dann let's go. Wenn ich du wäre, dann würde am 3. Februar um 14 Uhr ein Video auf deinem Kanal erscheinen. Was? Digga, next level. Hä? Ja, du musst jetzt ein Video aufnehmen und hochladen. Am 3. Februar? Am 3. Februar, wenn das nicht kommt, mein Lieber, dann ist aber richtig Krieg. Okay, mach ich. Okay. Am 3. Februar. Das ja. Ding ist nämlich, Leute, Schmocki lädt ja relativ wenig Videos hoch, deswegen ist so ein Video machen bei dem. Hallo! Ja, jetzt gerade geht's. Oh, Digga. Hast du mich abgeschossen? Ich hab richtig dicken kassiert. Hey, wer hat mich abgeschossen? Ich glaube dein Teammate. Was soll das? Ich muss aber auch mal ganz kurz dazu sagen, Leute, die Grafik von dem Spiel ist echt krass. Ja, also ich hätte echt sexy. Echt nicht mit so einer Grafik gerechnet, Digga. Okay. Lukas, ich bin jetzt dran, ne? Let's go. Stell dich mal da links im Busch. Warte. Ich fahr grad hier in den Busch. Ja, irgendwo im Busch, wo du nicht gesehen hast. Einmal Rückwärtsgang. Ja, weil ihr müsst wissen, wenn ihr euch im Busch stellt, sieht man euch nicht. Das ist richtig geil. Also wenn ich du wäre, ja? Jetzt eine kleine Story. Ja. Und zwar, ich kenne ganz viele Leute, die essen Cornflakes mit Wasser. Das ist so widerlich, finde ich. Deswegen hast du mich verdammt nochmal gefragt. Ganz ehrlich, wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt Cornflakes mit Wasser holen und einen richtig mal ganz fetten kurz. Löffel mit Wasser mal ganz kurz. Und mir sagen, wie das schmeckt. Ich mach Diät und du weißt genau, ja, ich ziehe gerade meinen... Ein Löffel. Junge, ein Löffel hat voll viele Kalorien. Ein Löffelchen, Digga. Digga. Okay, warte, ich stelle mich hier mal sicher in die Bus, in die Dingens. Du musst schön alles nass machen und dann einen fetten Löffel, den fettesten Löffel, den du hast. Junge, ich muss eigentlich mein Team unterstützen, Mann. Wir sind hier mitten in der Schlacht, Digga. So, Kelloggs am Start. Noch Digga, ist ich bin so hart will gespannt, will die Schlacht nicht verlieren, Digga. So hier mit Wasser, ihr seht's, Leute, sonst wäre das ja weiß. Und jetzt muss ich das essen. Ja, aber mit schön viel Wasser und viel Konflikt. Beides auf dem Löffel. Okay. Digga, als ob das scheiße schmeckt. Hey, ich schwöre, ich find's voll okay. Halt's Maul! Hä, hey, das voll. Natürlich, was ist da was? Dran? Nee. Hä, hey, doch? Ich schwöre dir, das schmeckt normal. Nee. Also natürlich mit Milch ist leckerer, aber ich finde das jetzt nicht ekelhaft. Kann man echt machen, oh, da ist ein Panzer, warte. Ja, es geht voll, Digga. Was? Hätte ich nie. Warte, da hinten ist ein T1-Panzer. Den gönne ich mir ganz kurz. Ja, ich helfe mal ganz kurz hinten meinem Mate. Okay, die Aufgabe ging. Schmocki, wenn ich du wäre. Ja. Würde ich hier Wi-Fi-D unter meinen nächsten zwei Videos einfach mal verlinken. So. Einfach so? Ja, einfach mal. Weil du mich magst, so, weißt du? Was soll ich dir sagen, Digga? Wohin? Ganz oh, oben, oder was? Warte. Da hinten macht einer richtig Faxen. Ganz oben oder darf es unten sein? Boah, warte mal, der hat mir ordentlich eingedrückt. Da warte, ich könnte auch Munition wechseln, aber ich gehe jetzt erstmal zu unseren Mates. Denn wir sind einfach nur noch 4 gegen 4. Und wir müssen jetzt mal ein bisschen. Heftig, Digga. Wir müssen ein bisschen defensiver zocken. Ich will jetzt hier die Runde bei der Uhr noch gewinnen, Leute. So, und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, Leute, checkt das Game mal ab. Link in der Beschreibung. Ladet es euch einfach mal runter. Und vielleicht können wir dann sogar mal eine Runde zusammen zocken. Ja, wie ihr seht, Acrimex spielt's auch. Ja, weil, Digga. Ich frag den gleich mal. Es kann halt echt sein, dass der das ist. Es könnte echt sein, ne? Es könnte ey, wirklich sein. Guck mal, wo ich halt hier bin. Oh, T1, Digga. Da will aber einer richtig Stress. Digga, und du bist One-Shot, ne? Du bist One-Shot. Ja, das ist das Problem. Darfst nicht stehen bleiben, sonst hat er easy Schuss auf dich. Digga, das Problem ist, eigentlich muss ich ja zu der Flagge rüber. Er kommt. Wo? Rechts. Er kommt direkt rechts von der Straße. Direkt rechts von dir. Er hat 4 AP. Er ist One-Shot. Hab ich ihn? Nein. Spiel safe. Er wartet drauf, dass du reinfährst. Er wartet drauf. Komm. Ja, schau, er wartet auf dich. Ich. Jetzt gib ihm. Bumm! Oh. Was los, Junge? Nicht mit mir, nice. Digga! Geht zu unserer Fahne. Ja, aber da sind ja Leute. Ja, das Ding ist, es leben noch 3 Gegner. Ich bleib bei meinen Mates. Du siehst sie unten auf der Map, oder? Schau mal, ja, wo die sind. Ich muss ein bisschen taktisch spielen, Leute. Deswegen, ich bleib bei meinen Mates, damit ich da nicht sterbe. Denn wenn wir das Ding holen, dann eh nur zusammen. Stell mal vor, die 3 pushen mich, dann bin ich eh tot. Mhm. Aber egal, so.
Also, ich muss dich zweimal verlinken, ne? Ja, du musst mich zweimal verlinken. Ja, das so, Bruder. Und jetzt reicht's. Jetzt reicht's, ja. Was denn reicht's, Junge? Du musst mich nur verlinken. Jetzt übertreib mich mit deiner Aufgabe. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt am Telefon mit meiner Freundin Schluss machen. Nee, kann ich nicht bringen. Doch, Digga, mach das bitte und mach so, jetzt bis mal, sie auflegt. Jetzt mal ohne Aufnahme, aber ich, das kann, Digga, das kann man nicht machen. Digga, das ist lustig. Ich habe meiner Freundin versprochen, dass ich niemals irgendwie sie prank oder sowas mit YouTube zu tun hat. Und ich schwöre dir, Digga, alle, die mich kennen, ich habe noch nie meine Freundin geprankt. Was? Wir sind hier bei Wenn ich du wäre, nicht Wunschkonzert. Junge, ich kann immer nicht meine Freundin pranken. Junge, was, wenn die dann anfängt zu heulen oder so? Das ist viel zu hart. Das ist ultra lustig, Digga, bitte. Okay, ich muss erst mal, ich muss selber hinbekommen, dass ich ernst bleibe. Ja, du musst ernst bleiben. Hi. Hi, Schatz. Hi. Du wolltest ja gleich nach Hause kommen, oder? Dingens, aber wir müssen später mal reden. Okay, warum? Keine Ahnung, weil irgendwie, ja, ist irgendwie ein bisschen komisch. Junge, was soll ich sagen, Schmucki? Was soll ich sagen? Okay. Sag es, es wird mir zu viel, ich brauche eine Auszeit. Keine Ahnung, ich warte mal ganz kurz. Ich wurde getötet, egal, warte. Irgendwie, oh, ich weiß nicht, in letzter Zeit so voll komisch irgendwie so. Mit uns. Du verarschst mich. Nein, ohne Scheiß nicht. Ja. Nein, ohne Scheiß. Wir müssen, Schatz, bis später. Wir müssen dann mal reden, Schatz. Warum? Ey, warum? Was? Oh nein! Digga, die kann man nicht flachsen. Die raus das direkt. Gecheckt. Sie hat es direkt gecheckt. What the fuck? Digga, am Anfang war noch gut, aber du hast dir zu viel Pausen gelassen. Ey, direkt so zum Mann, Digga. Ey, das war gerade so ein Fail. Oh, das schade, Schlimmste aber lustig ist, trotzdem. Das Schlimmste ist, ich bin jetzt gestorben, Junge. Ja, ey, wenn ich du wäre, ich gebe dir jetzt die Nummer von meinem Papa. Dann rufst du was? Meinen Papa mal an und sagst, yo, du bist doch, ja, ich habe deine Nummer rausgefahren. Das ist so gut, oder? Nein. Ja, es ist nur lustig, aber... Das Ding ist, ich weiß unangenehm. Halt, ich weiß gerade nicht, ob der Nachtschicht hat oder nicht. So, Leute, Schmocki holt sein Handy und ihr seht es im Hintergrund. Unser Mate wurde gerade zerstört. Schade, Digga. Es war gerade am Ende 1 gegen 2 und wir haben verloren. Aber war vom Ding ja schon mal gar nicht so schlecht, Leute. Ein Kill haben wir auf ganz entspannt gerissen. Auch als kleiner Tipp für euch, wenn ihr das Game gerade neu kennenlernt und entdecken wollt, dann würde ich sogar, trotz dass ihr diesen T127-Panzer umsonst bekommt, vielleicht trotzdem erstmal mit einem kleineren Panzer starten, damit ihr einfach mehr ins Game reinkommt, so. Weil dann kriegt ihr auch lockere Gegner und sowas. So, Leute, und ihr seht jetzt hier... So, Leute, PayPal. So, Leute, 20 Euro und verschicken. Hey, 20 mal 15, aber okay, danke. Halt's Maul. Hä, hey, war 15? Ja, egal, danke, ne? Geh ich zu einem teureren Friseur. Digga, ich hab dir 20 geschickt. So, ich ruf an, bist du ready? Ja. Sag, du hast deine Nummer. Was soll ich ihm sagen? Du hast die Nummer rausgefunden und du willst Geld, ansonsten schickst du sie weiter. Okay, okay. Ja, okay, du hast Glück gehabt. Oh nein, Digga, Gott. Dann gib mir eine andere Nummer. Warte. Gib mir noch eine lustige Nummer von einem deiner Privatkontakte. Deine Oma! Ruf meine Oma! Oh, Oma wäre geil, ja. Ruf meine Omi an! Ja, mach. Okay, Leute, mein Dad ist jetzt nicht rangegangen. Jetzt machen wir jetzt kleine Notlösung. Einfach meine Omi, ihr kennt sie auch alle aus meinen Videos. Und oh mein Gott, die wird gar nicht auf ihr Leben klarkommen. Die wird einmal waren wir im Einkaufszentrum, da wurde sie auch schon mal angesprochen. Aber egal, dann ruf meine Omi an, let's go. Okay. Hallo, ist da Oma HD? Wer ist denn da? Hi, hier ist der Schmöckele. Bitte? Der Schmöckele ist hier. Herr Schmöckele. Wo möchten Sie denn sprechen? Ich möchte mit Oma HD sprechen. Die weiß nicht, was das ist. Mit wem? Oma HD. Du, frag, ob du von der, mit der Wife in den Videos warst. Das sind Sie falsch gewählt, ja. Nein, Sie sind doch der Sohn vom, Sie sind doch die Oma vom Lukas. Ja. Ja. Und ich bin Herr Schmöckele, der größte Fan von Ihnen. Rede ich dann? Mit Herrn Schmöckele. Ach und? Ja, ich wollte Ihnen nur sagen, dass Sie toll sind. Bitte? Ich wollte Ihnen nur sagen, dass Sie toll sind. Was ich bin? Dass Sie toll sind. Ich verstehe kein Wort. Ich finde Sie toll. Was bringen Sie? Ich finde Sie toll! Da können Sie später kommen, wenn mein Sohn dabei ist. Ich wollte nicht nur sagen, dass ich Sie toll finde. Ach, Antonia.
Frau Oma HD, es tut mir leid. Was Sie noch einen wunderschönen Tag, ja? Sag einfach Tschüss und leg auf. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Tschüss. Oh, jetzt dachte ich am Ende, das wäre meine Schwester. Nee, sie war mega mad auf mich. Oh mein Gott. Ja, normal, also, direkt verstanden, Junge. Wenn Lukas da ist. Oh, nee, wenn ihr Sohn da ist, wenn mein Papa da ist, weißt du, dass der dich dann anruft? Ach, ja, stimmt. Oh, ist das gut, Digga. Aber gut, Leute, ich würde mal sagen, das war's dann auch von der heutigen Folge, wenn ich du wäre. Digga, was war das gerade schon? Du war krank, so viel passiert. Schmocke, der von meiner Oma telefoniert, man kennt's, Leute. Und wie gesagt, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst sehr gerne mal ein Like da. Und wie gesagt, schaut auch bei Schmocki vorbei. Und ganz wichtig, ladet euch World of Tanks runter, Leute. Link in der Videobeschreibung. Und den Code TANKTASTIC nicht vergessen, dann bekommt ihr ja noch den Panzer umsonst, Gold umsonst und Premium 7 Tage umsonst. Steht natürlich nochmal alles in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, vielen Dank auch an Wargaming für das gute Placement. Und wir sehen uns morgen im nächsten Video. Haut rein und macht's gut, Leute. Peace.